Hallo und willkommen bei Garten und Hühnerlieber. Heute gehen wir noch mal ein bisschen was ernten. Die Pfirsiche fallen schon langsam vom Baum. Es sind ein paar Vergammelte dran. Der Pfirsichbaum hat es dieses Jahr schwer gehabt mit Läuse. Und ich sag mal so, die Feldwespen und Schwebfliegen und Marienkäfer haben sich drum gekümmert. Trotzdem hat der Baum gelitten. Hatte dann von der ganzen Läusekacke einen schwarzen Pilz bekommen. Dann habe ich ihn auch behandelt mit Brennnesselsud. Normal schaffen die Insekten das, die Nützlinge. Aber dieses Jahr hat es ihn schwer getroffen. Ich habe ihn aber retten können. Trotzdem sind die Früchte nicht so schön wie sonst die Jahre. Aber trotzdem sind reichlich dran, auch schöne dran. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde am Wochenende dann auch Pfirsichkuchen machen und den Rest mal schauen, so futtern, was richtig schön in Ordnung ist. Oder vielleicht auch einfrieren. Man kann es einfrieren, um später dann noch weiteren Kuchen davon zu machen. Die Pfirsiche sind super süß und lecker. Gut, dann gehen wir mal ernten. Nicht nur Pfirsiche, vielleicht auch hier und da noch Kohlrabi. Mal schauen. Mangold kann ich gerade nicht ernten, weil ich den behandelt habe mit Milch. Der hat Mehltau, den habe ich zu eng gepflanzt. Und den habe ich gerade behandelt. Da muss ich erstmal abwarten, dass der wieder in Ordnung kommt. Gut, gehen wir mal los. Ja, heute ist ja windig. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Ja, ich werde mir wahrscheinlich heute noch eine neue Kamera bestellen und Mikrofon, damit meine Videos bessere Qualität bekommen. Meine Kamera geht auch andauernd aus, das nervt. Die spinnt rum. Na, ihr seht, da liegen schon Pfirsiche auf dem Boden. Und ja, der muss jetzt beerntet werden. Da hängen schon faule Früchte dran. Wie gesagt, der hat es dieses Jahr schwer gehabt. Aber mal schauen, was wir da Gutes runterkriegen. So, hier ein Teil der Ausbeute vom Pfirsichbaum. Wie gesagt, so schlecht war es noch nie. Aber naja, ich versuche zu retten, was zu retten ist. Ein paar alten Pflanzen sind auch Bohnen dran. Und die ernten wir jetzt mal. Sind nicht mehr so die größten, aber ein paar halt noch dran. Ja, überall haben sich noch Bohnen versteckt. Dazwischen. Also ab damit. Oh, da sind Läuse drauf. Habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Ich glaube, die lasse ich mal hängen. Die eine, die möchte ich dann doch nicht. Aber die anderen sind okay. Gut, die lasse ich mal hängen. Und hier im Pfirsichbaum, da hatte ich auch um den Pfirsichbaum ein paar Böhnchen gemacht. Und die verstecken sich hier recht gut. Da auch. Seht ihr die? Wie gut die hier versteckt sind im Pfirsichbaum. Ja, so, wer sucht, der findet. Mal gucken, wie viel Bohnen ich hier noch bekomme. Und schaut mal, ich hoffe, die Paprikas werden noch reif.
Und wenn nicht, werden sie halt grün gegessen. Kann man ohne Probleme machen. Oha, jetzt sehe ich gerade hier was. Das ist ja gar nicht schön. Paprikas Matsch. Ja, muss ich mal gucken, ob ich die doch alle besser jetzt grün ernte. Das ist schade. Das ist sehr schade. Eine Kohlrabi. So, die kommt auch raus. Mit Wurzel. Weil die wieder in meine Sandtuppe kommt zum Lagern. Vormittag bin ich dann, glaube ich, fertig. Es ist nicht viel. Was kommt jetzt nach und nach und ich sammle das hier in dem Video. Gut, dann zeige ich euch mal die Ausbeute von heute. Die Pfirsiche, die Bohnen, ja, die halbmatschige Paprika, zwei Kohlrabi und dann habe ich da noch Radieschen.